Und willkommen zurück bei Let's Play Penumbra Overture oder auch im Halbschatten. Ui, mit den lustig quietschenden Bodendielen. Letztes Mal waren wir hier unten im Spinnenkeller und haben dann hier oben gehört, wie jemand durch die Gegend geschliffen worden ist. Oh mein Gott! Was ist nur geschehen? Meine Maus knarzt irgendwie so merkwürdig. Wir nehmen den Schuh als Waffe und öffnen die Tür und es ist... warte mal, hier haben wir das schon mal, aber ich guck erst mal kurz. Durch dieses Loch passt kein Mensch hindurch und selbst wenn, würde ich dort sicher nicht hineinsteigen, was wohl diesen Tunnel gegraben hat. Ich will's gar nicht wissen. So, mach's gut, Schuh. So, wir machen das mal kurz hier auf. Dried Meat. Okay, es steht Dried Meat dort. Dörrfleisch, Dörrfleisch, natürlich. Warte mal. Nimm das! So, jetzt aber genug hier. Warte mal. So, na komm. Nein, er ist weg! Schade. So, dann, was haben wir hier? Ein... eine merkwürdige Zeichnung wieder. Nun, wenigstens wirkt das hier ein bisschen positiver, wobei ich mir über die Beweggründe des Künstlers absolut nicht im Klaren bin. Wahrscheinlich der Spinnenfresser. Wer sonst? La 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 la. Noch mehr? Schaut so aus, als ob es mit einem Messer in das Holz geritzt wurde. Und das überall. Was? Er hat sich seine Zunge rausgeschnitten. Das erkennt man doch sofort. Zunge minus Mensch plus Schere. Oder erkennt ihr das nicht? Also ich erkenne das sofort. So. Die letzten Worte eines verrückten Mannes. Tag 200. Okay, komm, wir lesen es mal vor. Tag 200. Es ist nun schon einige Zeit her, dass ich die letzten Fundorte von Spinnenbrutstätten verzeichnet habe. Spinnen, mit denen ich die letzten 8 Monate hier unten verbrachte. Spinnen, von denen ich mich in Acht nehmen muss, da ihr Verhalten in letzter Zeit mehr und mehr an Aggressivität gewinnt. Ich habe versucht, den Haupteingang zu ihrer Bruthöhle zu verbarrikadieren und mich in einem kleineren Raum oben drüber versteckt. Der einzige mit einem noch funktionierenden Schloss. Ein anderer Grund, weshalb ich in letzter Zeit nichts zu Papier gebracht habe, ist die kleine Operation, die ich leider selbst an mir vornehmen musste. Ohne Betäubungsmittel, versteht sich. Aber auch wenn ich welches gehabt hätte, so wäre die Gefahr zu groß gewesen, mir mit benebelten Sinnen einen schwerwiegenden Fehler während des Eingriffs zu begehen. Und ich kann kaum noch lesen, mal wieder. Mit Hilfe meines Taschenmessers konnte ich erfolgreich die Amputation durchführen. Ich hatte zuvor die Bildung einer dicken, zähflüssigen Substanz auf meiner Zunge festgestellt, die wahrscheinlich durch Aufnahme giftiger Substanzen erfolgte. Er hat sich ernsthaft die Zunge rausgeschnitten. Ohne Betäubung. Mit einem Taschenmesser. Und hier liegt der alte Lappen auch noch. Der alte Lappen liegt hier wirklich rum. Okay, der alte Lappen lag hier rum. Da fange ich schon an zu spucken hier. Boah. Und dieses Quietschen im Hintergrund, ne? Die größte Spinne, die ich je gesehen habe, mit aufgeschlitztem Körper. Kann ich die auch nehmen? Nein. Die kann ich nicht nehmen. Das Feuerzeug könnte ich verwenden. Die Zunge ist jetzt weg.
Ich hoffe, die brauchten wir nicht nochmal. Ach so, einen Schlüssel haben wir ja auch bekommen. Alt und zerkratzt und noch ganz. Könnte das... Ja gut, muss ja eigentlich. Das muss ja der Schlüssel für... Ach, daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Das muss ja der Schlüssel für diese eine mittlere Tür sein. Hoffe ich doch. Dieses Standbild von meiner Gesichtskamera, ey, das ist furchtbar. Das sieht einfach nur schrecklich aus. Lalalalalala. So, ab hier, ich glaube, sollte ich mal wieder schleichen. Office Workshop. Ich weiß nicht mehr wohin. Ist aber, glaube ich, auch egal gewesen. Oh. Welch Glück. Ja, er passt. Im Übrigen, nochmal im Allgemeinen zu dem Spiel, das ist jetzt wirklich nicht so ein Spiel wie Pineview Drive, wo man sich alle 5 Meter in die Hosen pinkelt. Das ist auf eine gewisse Art und Weise anders. Es wäre sicherlich eine gute Idee, die Tür zu blockieren, ja, witzig. Ja, doch, wäre es eigentlich wirklich. Ah, da ist er! Ach, Kacke! Ja, das war der liebe Herr Wolf. So. Doppelt gemobbelt hält besser. Jetzt sehe ich ihn nicht. Okay, jetzt will er gar nicht angreifen, meinetwegen. Achso, doch. Ich hoffe, das reicht. Da kommt er angejockelt. Guck mal hier. Schaut schon eklig aus, ne? Hallo. Hehe. Lustig. Bah! Das war ja jetzt total... total gut. Ich gehe mal lieber hier weg. Vielleicht bleibt er ja einfach weg und kommt nicht durch die Tür. Natürlich. Natürlich kommt er durch die Tür. Workshop, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Explosives. Ich würde sagen, wir gehen als erstes mal zu den Explosives. Oder zum Office oder was weiß ich wohin.
Hauptsache weg von dem Scheißhund. Ups. Der ist auf jeden Fall hier drinnen, ne? Der ist auf jeden Fall hier... Hier drinnen, ich muss gerade mal... gucken nach dem Kater. Der einzige Weg nach draußen und er ist eingestürzt. Der Sch... Nochmal. Ja... Warte, ich wollte das lesen. Der Schacht ist an dieser Stelle eingestürzt. Könnte bereits vor Jahren geschehen sein. Ich sollte mein Leben nicht sinnlos aufs Spiel setzen. Hier könnte alles über meinem Kopf zusammenbrechen. Um vorwärts zu kommen, muss ich dieses Hindernis jedoch beseitigen. Hier muss es doch irgendetwas geben, das das benutzen kann, um vielleicht liegen... Was? Vielleicht liegen hier noch einige Sprengsätze rum, ja klar. Also, was mir fehlt, ist eindeutig eine Sprachausgabe und... ja... eine bessere Übersetzung. Ich liebe meine Werkstatt. Ich habe heute bereits zwei leckere Spinnen gefangen. Eins kann ich dir sagen, die schmecken echt gut. Gestern konnte ich mir glücklicherweise 4 Stück einverleiben. Gib acht, hat mir Red neulich zugeflüstert. Keine Ahnung, was er mir damit sagen wollte. Wieso soll ich acht geben? Ich habe doch zu meiner eigenen Sicherheit ein Tastenfeld an der Tür angebracht. Manchmal ist Red aber auch wirklich komisch. Als würde sein Verstand hin und wieder rückwärts arbeiten. 8, 4, 1, 2... Na, danke. Okay, das war etwas... offensichtlicher jetzt. Mit diesem Zahlenschloss. Ich muss da vorbeischleichen. Scheiße. Ich könnte das Viech auch töten, indem ich einen Stein auf ihn werfe. Okay, ich habe das schon verstanden. Nur halten wir ja wirklich wenig aus. Man hat es ja eben gesehen. Wir sind echt nicht so versiert, was das Kämpfen angeht. Mit so einem schweren Stein könnte das ja vielleicht funktionieren, aber wir müssen es ja nicht herausfordern, ne? So, wie war es nochmal? Acht, vier, eins, zwei. 8412, 8412, 8412. Oh, es hat gestimmt. Welch ein Glück. So, hier muss ich mich bestimmt nicht mehr verstecken. Hey, vielleicht gelingt es mir, aus diesen Fäden eine Lunte herzustellen. Schauen noch recht gut erhalten aus. Was? Wunderbar, so sollte es mir gelingen, den Sprengstoff zu zünden, ohne dabei lebenswichtige Körperteile zu verlieren. Ach, lustig. Verschlissen und kaputt, allerdings sind die Kanten noch immer höllisch scharf. Ich habe das Gefühl, hier schleicht irgendwo was rum. Ich speichere mal lieber. Und daran gewöhne ich mich nie. Diese Artefakte müssen irgendwie mit den Vorkommnissen hier unten in Verbindung stehen. Vielleicht entdecke ich ja etwas Nützliches, wenn ich weiter rumexperimentiere. Oder aber ich ja leider einen Herzinfarkt. Ich mag ihn auf jeden Fall. Den Philipp. Ich mag ihn sehr.
Es könnte nur ein Stück Eis sein, das das Licht bricht, oder meine Augen spielen mir einen Streich, aber irgendwas liegt dort unter den Felsen. Dann gucken wir... Gucken wir doch mal nicht nach. Was ist das? Schaut antik aus. Es ist so alt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wofür es einmal benutzt worden ist. Muss man ja auch nicht unbedingt haben. Da liegt... Physik! Zu weit entfernt! Es ist eine Spitzhacke! Sonst ist da nix. Naja, immerhin eine Hacke. Eine olle Spitzhacke. Okay. Kann ich damit auch? Ja, kann ich auch. Okay, ich probiere nur gerade mal aus. Okay, dieses Schwungsystem ist so ein bisschen blöd gelöst. Naja. Was willst du machen? Herrje, weitere Spinnenweben. Ich hoffe, das Loch war bereits vor den Spinnen hier und nicht umgekehrt. Ich glaube wohl eher, dass es umgekehrt ist. Aha. Ein elektrischer Zaun, vor kurzem erst errichtet. Ich muss einen Weg finden, dort drüber zu kommen. Dieser Ort ist in einem schlechten Zustand. Ist dieses Geländer kaputt gegangen, weil es niemals repariert wurde, oder wurde es mutwillig zerstört? Ich glaube eher mutwillig. Und hier stimmt doch irgendwas nicht. Ich weiß nicht, was hier nicht stimmt, aber irgendwas stimmt hier nicht. Muss ich jetzt... Oh, muss ich jetzt ernsthaft mir da... Warte mal. Die, damit funktioniert's, damit kann ich hier die Fässer kaputt machen, aber kann ich das... Ich bekomme das auch nicht da raus, ne? Oh Gott. Und wie soll ich das da drüber bekommen? Um Himmels Willen, wir müssen doch eine... Warte mal, wir machen das einfach mit den Dingern. Da sieht man... Oh, die Physik wieder. Oh, dieses blöde Knarze hier unter der Tastatur. Da sieht man dann den Einsatz der Physik. Zack. Wir müssen uns hier... irgendwie irgendwas basteln. Womit wir hier über diesen Zaun rüberkommen. Mir bleiben ja eigentlich nur noch die Bretter. Uch. Die Bretter. Warte mal, ich das nicht irgendwie. Wow, funktioniert. Funktioniert hervorragend.
Das könnte vielleicht sogar schon hinhauen. Wir holen jetzt mal das zweite noch. Jetzt wird's... noch schöner wäre es natürlich einfach, wenn ich... Ja, nein! Ich verliere Blut, aber noch geht's mir gut. Okay. So kommen wir zurück. Also, so kann man den einfach auch abstellen. Und wo kann ich den? Okay. Ich kann den auch wieder anstellen. Das muss ich mir merken, falls hier irgendwas geschieht. Sprengstoff! Ah, so gefällt mir das. Verschlossen, verdammt. Wie soll ich jetzt dort reingelangen? Die Tür schaut sehr alt und morsch aus. Da-da-da-da-da-da! Dynamite! Sind das Bomben? Schmerzmittel und so ein paar... Nein, die gibt's nicht zu holen. Würde mich jetzt gerade mal interessieren, warte mal. Nein. Warum nein? Ich... Ja. Völlig durchgeweicht. Schade. Ich hätte das Ding angezündet, wenn ich er gewesen wäre. So. Jetzt haben wir Dynamit und eine Zündschnur. Das können wir gerade mal... Was hat mich nur dazu gebracht zu denken, dass dies zusammengehören könnte? Ich habe keine Ahnung. Ich bin eigentlich nicht in der Stimmung, um mit alten Sprengsätzen herumzuspielen, aber ich habe wohl keine andere Wahl. Aha, Schwarzpulver fehlt uns noch. Aha, aha, aha. Aber erst nur ein Quick Save hier. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Also seine Sprüche sind echt, ich liebe den Typ. So, wir sehen uns dann, oh, fast 24, 25 Minuten schon. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao!